Seid gegrüßt und willkommen zurück zu Resident Evil Village. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, legen wir los. Let's go. Und wir sind immer noch in Heisenbergs Fabrik. Und unsere Aufgabe ist, aus der Fabrik entkommen. Legen wir los. Let's go. So, hier habe ich nämlich schon mal eine Leiter gesehen letztes Mal. Gut, wir haben eine Rohrbombe. Wir könnten noch eine herstellen, könnten wir eigentlich mal machen. Liegt noch einiges vor mir. Hat sich zwar nicht gelohnt, eine Rohrbombe. Aber wie gesagt, immerhin. Und wir müssen auf jeden Fall Munition sammeln. Und uns auf jeden Fall dickere Waffen kaufen. Weil nur Schrotmunition. Für Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Nicht, dass sie sich um uns sorgt. Nein. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich muss sie vernichten. Und deine Familie sind mir sowas von egal. Also wie soll man hier bitte schön Munition sparen? So gut wie unmöglich. Auf jeden Fall schon mal ein paar Rohrbomben. Das ist schon mal sehr gut. Öffnen Sie das Inventar, um Munition herzustellen. Okay, dann schauen wir da mal nach. Ja, wow. Ein bisschen Schrotmunition. Also viel lassen sie nicht fallen. Ja, unten Dietrich, ey. Und ganz wenig Munition, ey. Oh, da haben wir Materialien. Nein, hoch wollte ich eigentlich nicht. Beide könnte man dann später verkaufen. Dass wir wenigstens ansatzweise ein bisschen Geld kriegen. So, aus der Fabrik entkommen. So, die Kiste hole ich mir mal. Scharfschützenmunition, sehr wichtig. Oh nein. Ich brauche ein paar Rohrbomben. Noch mehr?
Ich werde wahrscheinlich mal eine Mine legen, weil das Schwarten ist Munition. Weil der ging mir ein bisschen auf die Nerven. Und so gut wie keine Munition mehr. Ja, eine Chemikalie. Alles sehr nützlich, aber die Ausbeutung ist wirklich sehr, sehr mager. Okay, da oben ist eine Leiter. Wir müssen den Teil wahrscheinlich auch irgendwie stoppen, indem wir da die Dinger da kaputt schießen. Weil irgendwie müssen wir ja hier aus der Fabrik kommen. Und ich hoffe sehr, dass wir noch einen Shop finden werden. Weil sonst sieht es schlecht aus. Okay, wir können wieder Munition herstellen. Ja, und nicht gerade viel. Brauch unbedingt einen Shop. Karte der Fabrik. Wird wahrscheinlich auch ein langer, langer Weg. Hier rauszukommen. Shit, das war knapp. Das war nicht nur knapp, ey, der hat uns fast den Schädel abrasiert, ey. Wahnsinn. So, mal gucken, ob ich da hinten was machen kann. Ah ja, okay. Dachte, ich muss da unten einen Knopf anschießen oder so. Aber geht auch so. Na dann dreh mal. Weil manche Sachen sind wirklich schwer zu erkennen. Was sagt denn eigentlich unser Inventar? Eine Mine hätten wir noch. Magnum-Munition können wir nicht verwenden. Explosivgeschoss.
Und Blendgeschoss. Wahrscheinlich alle für den Granatlauncher, ey. Shit. Dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Armer Ethan, du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Du willst Rose? Versuch's doch. Genau, versuch es doch. Es geht noch weiter. Ja, die Fabrik hat wahrscheinlich auch kein Ende. So, und da muss ich wahrscheinlich das erstmal herstellen. Und hier drin ist auch gleich der Shop. Können wir uns dann gleich mit Munition uns ein bisschen volldecken. So, ich muss auf jeden Fall erstmal in der zweiten Etage. Dann müssen wir ein Teil herstellen und dann wieder zur dritten fahren. Es war alles ein riesen Umweg, aber was willst du machen? Ja. Sehe ich auch gerade. Es war schon so sehr dunkel, aber hier ist auch der ganze Strom weg wahrscheinlich. Habe ich mir schon gedacht. Konnte mir das schon wieder denken, dass da einer kommt. Wäre ja zu einfach. Genau da muss ich ran. Dann den Weg wieder zurück zum Shop und dann ganz nach oben fahren und dann den Teil einsetzen. Dankeschön. So, und jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Och, kommt Leute, bitte nicht. Thank you.
Perfektes Kristall. Dankeschön. Habt ihr doch echt gewusst, dass da noch einer kommt. Ja, stellt man sich mal vor, man hat jetzt keine Munition. Da bist du echt am Arsch. Also da kann ich nichts ausrichten, erstmal. Oh ja. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität, glaub mir, mein Freund. So, erstmal hier alles verkaufen. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Sehr schön. So, wie versprochen, werden wir uns den Granatlauncher holen. Herstellung einer Mine. So, erstmal raus hier. Beachte mich gar nicht. So, wie viel haben wir? 14.000 noch. Mit Vergnügen. So, perfekt. Danke für deine Treue. So, jetzt ganz nach oben. So, Granatlauncher ist am Start. Genau so wollte ich es haben. So, dann wollen wir mal. Ich hoffe, ich bin hier richtig, ey. So, wo ist denn hier der Teil? Welcher war denn das jetzt hier? Dicke Panzertür. Bist echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Oh Mann, ey. Jemand wartet auf dich. Ist doch nicht mehr normal. Also, das ist Wahnsinn. Bist echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert.
Den müssen wir auf jeden Fall richtig platt machen. Das müssen wir jetzt ganz cool machen. Oh, holy shit, ey. Und kein Arznei mit. Aber ich hatte doch hier Grünkraut gehabt, ey. Habe ich auch gar nichts mehr. Mann, holy shit, ey. Ah, oh, das war knapp, ey. Bist echt eine harte Nuss. Holy shit, ey. Aber genug geplaudert. Na, das wird ein Kampf. Für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder?
Das wird eine harte Arbeit, auf jeden Fall. Ja, was soll ich da machen, wenn ich in so einer beschissenen Sackgasse bin, ey? Holy shit, Mann. Bist echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich darf bloß nicht in der Sackgasse rennen. Sieht zwar nur so einfach aus, ist es aber nicht. Bis nie wieder. Ich glaube, wir haben's. Das war schon ein bisschen anspruchsvoll und zum Glück hatten wir den Granatlauncher. Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen.
Für sie sind wir nichts als ein paar missglückte Kado-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Mischstück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamyzyten kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist dieses Plag los. Wenn ich mir ihre Macht zu eignen mache, könnte ich vielleicht, wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Wow. Eine Zigarre. Was soll ich denn mit einer Zigarre? Also, nicht sehr nützlich. So, ich muss mich auf jeden Fall erstmal heilen. Ja, hat eigentlich ansatzweise eigentlich ganz gut geklappt. Außer ein paar Anläufe. Weil der war schon echt ein bisschen hartnäckig. Okay, perfekt. Und glaub, jetzt komme ich auch endlich mal aus der Fabrik. Was geht denn hier ab, ey? War der Heisenberg etwa ein bisschen sauer? Das ist doch ein Witz. Jetzt bin ich schon wieder in der Fabrik hier. Der will uns einfach nicht gehen lassen. Aber wir werden schon irgendwie einen Weg finden. Garantiert. Ich hatte dich gewarnt, Ethan. Halt dich raus. Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard. Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe.
hat ihre Form verändert und ihr Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen. Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Gib mal den Schlüssel. Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz? Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Sie haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch mehr. Rose. Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Na, das wird ein Spaß. So, dann würde ich nämlich sagen, speichern wir hier erstmal ab. Dann bedanke ich mich schon mal für Zuschauen und sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder. Also, haut da rein und bis dann.